Die AfD hat sich die letzten Jahre immer weiter radikalisiert. Und auch wenn man sich das nicht mehr vorstellen kann, dieser Prozess wird auch weitergehen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Und unser Grundgesetz sieht für solche rechtsradikalen Parteien, die wirkmächtig sind, die Kraft haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Demokratie in ihrem Bestand zu gefährden, die Möglichkeit eines Verbotsverfahrens vor. Und ich bin der Meinung, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir das betreiben sollten.